Hier sind die EmsTV News. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland zählt seit gestern 57 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Zudem gelten kreisweit 63 weitere Personen als genesen. Bislang verstarben 210 Emsländerinnen und Emsländer im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt heute bei 637. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis auf 125,6. Der Hospitalisierungswert in Niedersachsen liegt bei 3,3. Landesweit sind 4,6% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Schon seit Dienstag wird Cindy E. vermisst. Sie ist Schülerin und kommt aus Ibbenbüren. Zuletzt wurde sie nach der zweiten Unterrichtsstunde gesehen. Sie habe die Schule danach verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Cindy E. ist auf Medikamente angewiesen, die sie nicht bei sich trägt. Ihre letzten Kontakte sind in Dortmund und Lünen. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach ihr. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451 591 4315 entgegen. Kunst und Kultur sind aktuell ein rares Gut. Umso schöner, dass in Meppen aktuell eine Kunstausstellung läuft. Die VHS Meppen organisiert regelmäßig Kunstausstellungen in ihren Räumlichkeiten unter dem Sammelbegriff Blickwinkel. Es ist bereits die 43. Ausstellung. Eine Besonderheit besteht darin, dass die ausstellenden Kunstschaffenden als Hobbykünstler gelten. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe viele Vorbilder gesehen und schon als Schulmädchen sehr viel gemalt und hatte auch eine tolle Lehrerin. Das macht immer sehr viel aus, wenn man gefördert wird. Die VHS wollte den Künstlerinnen und Künstlern aus der Gegend nach der langen pandemiebedingten Pause eine Möglichkeit zum Ausstellen geben. Dazu hat die Leitung einen Aufruf auf der VHS-Facebook-Seite gestartet. Ich wollte was Eigenes machen. Das heißt, einfach Bilder von Landschaften, Bilder, die ich, Fotos, die ich selber gemacht habe, oder von meinen Verwandten. Es ist zum ersten Mal eine Ausstellung mit 6 Personen, die sich an dem Aufruf beteiligt hatten. Alle haben ihr eigenes Thema mitgebracht. Als ich durch Mitarbeiterin von Volkshochschule Rita Rothau erfahren habe, dass ich meine Bilder ausstellen darf, das war natürlich bei mir erstmal total gemischte Gefühle. Die Ausstellung kann noch bis zum 28.02.2022 in der VHS Meppen besichtigt werden. In der Dämmerung fängt es in der Feenstraße in Meppen an zu spuken. Das Haus von Familie Launinger ist nichts für zarte Gemüter. Jedes Jahr streifen die Geister durch die Straßen, klingeln an Türen mit der Forderung einer süßen Kleinigkeit, da andernfalls Saures drohe. Wer allerdings bei Familie Launinger einkehrt, wird sich dagegen selber gruseln dürfen. Auch dieses Jahr leuchten die Gräber. Bevor die ersten Gäste kommen, schließt Matthias Launinger die Nebelmaschine an, denn dieses Jahr gibt es eine große Attraktion. Also Neues dazugekommen ist auf jeden Fall dieses Jahr der Chemieunfall, der neu dabei ist. Die Horrorklinik, die wir neu aufgebaut haben, ist mit dabei. Wir haben ein Piratenschiff vom Horrorhaus Dreierwalde ausgeliehen bekommen, welches wir hier transportieren lassen haben. Und so ein paar Kleinigkeiten, die sich noch neu sind. Das Haus der Familie Launinger ist ein Zusammenspiel aus Lichtinstallationen und schaurigen Puppen. Spinnen grassieren an der Wand und Skelette stehen im Garten. Auch die Tochter freut sich, wenn sie ihre schaurige Seite zeigen darf. Wenn es dunkler wird, die Leute zu erschrecken und ja, wenn die Kinder Spaß haben, die hier rumlaufen, dann bin ich irgendwie auch glücklich und das freut mich dann auch sehr. Auch die Frau von Matthias ist mit vollem Engagement dabei. Zwischen Horror- und Halloween-Häusern gibt es einen Unterschied. Bei den Horrorhäusern ist es so, dass die schon ein bisschen heftiger sind, wo die Leute vielleicht auch mal aus der Erde rauskommen und einen anpacken oder so. Das gibt es bei uns nicht. Was wir wohl haben, sind Live-Erschrecker, die am Freitag, Samstag, Sonntag, Nachmittag oder Abend hier sind, die hier live erschrecken. Die passen sich aber den Besuchern an. Sind es kleinere Kinder, werden diese zwar auch erschreckt, aber nicht ganz so schlimm, sodass sie sich einfach nur ein bisschen gruseln. Und je später es wird, je dunkler es wird und je erwachsener die Besucher sind, umso heftiger wird es und auch die haben dann ihren Spaß. Passanten der Feenstraße in Meppen sollten am Wochenende Vorsicht walten lassen. Da seit mehr als 14 Jahren bereits die gerufenen Geister im Hause Launinger einkehren, blieb ein Ereignis im Gedächtnis.
auf jeden Fall wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist dieser kleine vierjährige Dötz, den wir gehabt haben, der mit seinem Holzschwert vor der Riesenspinne gestanden hat und gegen die Riesenspinne bei uns in der Spinnengrube gekämpft hat und so die Mutter, die Angst vor der Spinne hatte, an der Spinne vorbeileiten konnte und ganz stolz vorne erzählte, ich habe Mama beschützt, das muss ich im Kindergarten erzählen, ich bin mutiger als Mama. Das sind so eine Erfahrung, wo ich sage, ja, da haben wir alles richtig gemacht. Interessierte Besucher sollten nach Möglichkeit nicht in unmittelbarer Nähe des Hauses parken, sondern nach Möglichkeit am Grünen Weg oder an der Helter Dorfschule. Der Eintritt ist kostenfrei. Über die Luca-App eingecheckt, kann der schaurige Gruselgang beginnen. Unsere Sportredaktion steht wie gewohnt in den Startlöchern. Die Vorfreude ist groß. Denn einige Mannschaften stellen die Weichen für den Saisonverlauf. Andere können schon den Titel feiern. Kevin Sandomir mit einer Hand an der Meisterschale und der anderen am Mikrofon. Emsland gegen Ostfriesland. So lautet das Motto für den Sport aus der Region am Wochenende. Morgen reisen die Footballer von Emsland United zu den Tigers nach Emden, um ihre letzte Partie der Saison zu bestreiten. Am Sonntag gastieren einige Ostfriesen dann im Emsland. Im Topspiel der Fußball-Oberliga trifft der SC Spelle Fehnhaus auf den BSV Kickers Emden. Der SCSV kam nach einem durchwachsenen Saisonstart zuletzt immer besser in die Spur. 4 Siege aus den vergangenen 6 Spielen stehen zu Buche. Gegner der Fox 11 ist der Tabellenführer aus Emden. Das Team von Coach Stefan Emmerling präsentierte sich von Beginn der Saison in starker Form und rangiert seit dem 2. Spieltag auf Platz 1 der Tabelle. Verlassen können sich die Emder in dieser Spielzeit wieder einmal auf ihren Torjäger Tito Steffens, der bereits 6-mal einnetzte. Am Sonntag wieder mit dabei ist auf Spellerseite Torben Stegemann. Der Kapitän verpasste den Saisonstart verletzungsbedingt. Stegemann kam stark zurück, absolvierte die vergangenen 3 Spiele über 90 Minuten und glänzte zuletzt beim 5-1-Sieg gegen den Rotenburger SV auch 2-mal als Vorbereiter. Ein anderer Emsländer, der kürzlich sein Comeback feierte, ist Christopher Steinmetz. Der Starting Quarterback von Emsland United wurde im ersten Spiel der Saison aufgrund einer Unsportlichkeit disqualifiziert. Nach seinem Aus ging das Spiel gegen die East Fusion Ducks mit 13-14 verloren. Auch in der 2. Begegnung wurde der wurfstarke Quarterback schmerzlich vermisst. Sein Team unterlag den Tigers aus Emden mit 7-17. Die 2 Pleiten zum Auftakt der Saison waren nicht das, was sich Headcoach Holger Seidel vor der Spielzeit vorgestellt hatte. Die Ziele sind geblieben, der Kader ist nur noch angewachsen und wir wollen auf jeden Fall unsere Liga mit 3 Teams auch gewinnen. Das kann man auch so ganz klar formulieren. Das wird hart. Die Sportredaktion freut sich bereits auf 2 spannende Spiele. Die Highlights beider Partien und die Auflösung, wer das Duell Emsland gegen Ostfriesland für sich entscheidet, sehen Sie dann am Montag auf unserer Webseite. Den Kollegen viel Spaß auf den Plätzen und Ihnen ein schönes Wochenende. Und vergessen Sie nicht, von Samstag auf Sonntag ist die Zeitumstellung. Machen Sie es gut!